Topspiel in der Oberliga Hamburg. Am 13. Spieltag empfängt der Tabellendritte den Tabellenvierten. HEBC empfängt den Niendorfer TSV. In der Tabelle trennt die Teams nur ein einziger Punkt. Doch wer nun ein schüchternes Abtasten erwartet, der wird schnell eines Besseren belehrt. HEBC in den weißen Trikots von rechts nach links erwischt den besseren Start. 9. Minute, Hereingabe Christopher Grünewald, perfekt auf den Kopf von Johann Butler und der nickt schulbuchmäßig ein. 10. Saisontor für den Stürmer, der derzeit richtig gut in Form ist. Er ist nicht nur HEBCs bester Schütze, sondern auch der viertbeste Torjäger der Liga. Mit der Führung im Rücken bleibt HEBC dann die bessere Mannschaft. Gerade mal 5 Minuten später die nächste Gelegenheit. Kopfball Jorma Eggers. Und zum ersten Mal darf sich Niendorf-Schlussmann Tobias Gruber so richtig auszeichnen. Bis dato noch nicht viel zu sehen von den Gästen, das ändert sich aber in der 16. Leon Meyer mit dem Auge für Leon Neumann, der mit der Hereingabe auf Ante Akira Kutschke, Niendorfs Stürmer, mit dem bis dato besten Versuch, da fehlte gar nicht mal so viel. Doch mitten rein in die bis dato beste NTSV-Phase diese Szene, 22. Minute, klasse, langer Ball, genau in den Lauf von Johann Butler und der hat das Auge für den mitgelaufenen Christopher Grünewald, 2:0. Natürlich das Ganze eingeleitet von Innenverteidiger Erci Palo und so kommt es, dass Christopher Grünewald, der Neuzugang von TuS Ostdorf, sein zweites Oberligator für HEBC erzielen kann. In der Folge stellen sich die Gastgeber hinten rein und lassen Niendorf erstmal gewähren und Niendorf macht das auch richtig gut. 25. Minute, Linus Meyer vorbei, Anschlussmann Patrick Mainz, aber kommt dann nicht vorbei an Bastian Stech, der auf der Linie heldenhaft klärt, dann aber eine sehr unschöne Bekanntschaft mit dem Aluminium macht. Stech muss verletzt ausgewechselt werden, gute Besserung an dieser Stelle. Weiter geht's mit etwas Schönerem und zwar etwas Sportlichem. 33. Minute und zwar der Anschlusstreffer. Klasse herausgespielt vom NTSV. Aber der Treffer hätte eventuell nicht zählen dürfen, denn Malte Wilhelm wird im Zentrum klar weggedrückt. Das Spiel läuft allerdings weiter und dann macht der NTSV es auch richtig gut. Leon Meyer auf Ante Akira Kutschke. Nur noch 2:1. Die letzte Gelegenheit vor der Pause, die hat dann wieder HEBC. Erst der Kopfball von Christopher Grünewald und dann ist es Johann Butler. Aber bei dem Kopfball stimmt das Timing nicht. Zur Pause steht es 2:1 für die Gastgeber. Rein in Durchgang 2 und diesmal erwischt der NTSV den besseren Start. 61. Eckball Ibrahim Ali, Kopfball Ahmad Janha. Richtig gute Gelegenheit, HEBC im Glück. Aber die Niendorfer drängen nun auf den Ausgleich und machen das auch richtig stark. 64. Hereingabe von Leon Meyer auf seinen Bruder Linus Meyer. Und das 2:2 ist absolut verdient. Mit der Bruder-Connection rein ins Glück. Linus Meyer, der 31-Jährige, hat lange Regionalliga und auch schon mal dritte Liga gespielt. Jetzt erzielt er sein 4. Saisontor für seinen neuen Verein NTSV. Und Niendorf macht jetzt richtig Druck, will das Spiel endgültig drehen. 74. nächste Gelegenheit. Freistoß erst abgewehrt, aber dann ist es der Nachschuss von Falk Groß. Der geht aber deutlich über den Kasten. 75. dann nochmal wieder etwas zu sehen von der EBC. Tjofen Köhler macht das richtig gut. Vorbei an Daniel Brückner, aber dann eben nicht vorbei am stark parierenden Tobias Gruber. Niendorf Schlussmann hält also das 2:2 fest, das sollte allerdings nicht lange währen. 78. Hendrik Diekmann schraubt sich hoch, 3:2 für die Gastgeber. Nach einem Eckball von Robert Schick nickt der Kapitän ein und natürlich, jetzt brechen bei den Gastgebern alle Dämme. 12 Minuten vor Schluss und HEBC führt in diesem Topspiel der Oberliga Hamburg. Logischerweise stellen sich die Gastgeber in der Folge wieder hinten rein, aber das Spiel, es ist noch nicht vorbei. 86. Wieder ist Hendrik Diekmann beteiligt, diesmal allerdings wird er zum tragischen Held, verursacht diesen Elfmeter und den verwandelt Daniel Brückner eisekalt. 88. Minute, 7. Saisontor für den inzwischen bereits 42-jährigen Daniel Brückner, der unter anderem auch mal in der Bundesliga für den SC Paderborn aufgelaufen ist. Die HEBC-Führung also futsch und das war's dann auch. Trotz zwei Rückständen gibt sich der NTSV nicht auf und er kämpft sich völlig verdient einen Punkt in Eimsbüttel.
Ohne die 3 Punkte ändert sich in der Tabellenlage relativ wenig. NTSV auf der 4, HEBC auf der 3.